Hallihallo und willkommen bei Minecraft live in der Woods und in unserem wunderschönen Tal. Grüß euch. Ja, Rundumblick. Ja, so ein super toller Sonnenaufgang. Lavendelfeld da drüben, das Weizenfeld wird langsam. Und ja, und dieser Hügel da wird begradigt und an den mache ich mich jetzt zu schaffen. Gut. So. Sind wir Papas Weizen sammeln? Ja, einfach dort anbringen. Achso, bringst du es mit? Gebracht. Nein, hübs. Sehr fein. So. Das kommt wahrscheinlich. Ja, das kommt sicher auch weg. Also, du musst mir sagen, was alles wegkommt. Ja, ich überleg gerade, wie viele Schichten wir noch wegnehmen. Wir werden dazwischen wahrscheinlich ein bisschen was auffüllen, oder? Zwischen den Hügeln ja, ein bisschen auffüllen. Schau, da können wir schon Erde brauchen. Wobei es wird ja Keller auch entstehen. Also ja, da kommt wieder Erde weg. Raus. So. Da drüben ist auch noch ein kleines Hügelchen. Wir haben es noch gar nicht überlegt, wie denn unser Tal heißen soll. Ja, stimmt. Wir haben das gar hat noch keinen Namen. Keinen Namen haben wir uns überlegt für irgendwas. Das ist schwierig. Macht mal Vorschläge. Ja, macht mal Vorschläge, denn ich bin da ehrlich gesagt im Moment total planlos diesbezüglich. Wir sind zwar absolute Forgotten Realms-Fan und so weiter, aber das, ich will was Eigenes. Yep. So. So, die Schichten nehmen wir, glaube ich, auf alle Fälle noch weg. Da. Also die du gerade wegnimmst. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann nicht noch mehr sein muss. Da geht es ja relativ fließend drauf auf der Seite, aber da drüberin ist es sonst schon ziemlich steil und wir sollen den Weg irgendwie raufbringen. Ja, stimmt. Wobei der kann ja so einen Hügel entlang verlaufen, auf der Hügelseite. Ja, ich werde da mal vielleicht ansteigen. Wo drum? Super, wieder einige Samen schon bekommen. Cool. Gleich aufs Feld damit. Ja. Ich habe zwischenzeitlich auch die Komposthaufen angefüllt. Wir haben dann eigentlich jede Menge Stein, den wir auch wieder brennen müssen, oder? Ja, ja. Also es kommt darauf an, mit welchen das wir arbeiten. Ja, Marmor. Ich glaube, den werde ich da komplett ausbuddeln. Da drunter ist alles Marmor. Ja, das war ja schon da drüben bei dem Blockhaus, ja, dass man da teilweise ein bisschen Marmor rauskriegt. Der wäre natürlich optimal, weil er noch ein bisschen von der Textur edler ausschaut als wie der Speckstein, den man fürs Bauernhaus genommen hat. Wenn man gekriegt hat. Relativ wenig davon. Ja, aber fürs Herrenhaus wäre der schon super cool. Ja, das wäre auch der Steinziegel sehr schön. Stimmt. So, musst du irgendwelche Schaufeln oder so machen? Ich stelle da kurz an. Schauen wir mal, wie viel habe ich. Boah, ist schon wieder weg. Ja, zwei kann ich schon wieder. So. Ich mache mir da mal schnell drei Hacken. Sehr gut. Bin draußen. Okay, dann weg damit. Na. So. Ob die ist, glaube ich. Na, hast du die gekriegt? Ja, die habe ich. Du hast geschaut, wie wir uns bei mir reinkommen. Ja. So. Und du meinst, dass wir noch eine Schicht wegnehmen?
Ja, ich glaube fast. Ich muss mir das einmal von unten anschauen. Okay, die umliegenden Hügel müssen wir dann auch anpassen. Mhm. Damit das leichter bebaubar wird. Ja, wir haben ja jetzt schon ungefähr. Okay. Also mit dem würden wir da schon zusammenpassen. Also, wenn man zu zweit dran werkt, geht's häufig schon, muss ich sagen. Na, die Aussicht hier ist total cool. Ja. Mir gefällt das Tal auch irrsinnig. Machen wir irgendwas oben oder dass man rauf geht hier auf den Hügel im, wo ist das, Nordwesten? Nein, Süden, Westen? Westen, glaube ich, ist das da drüben. Da ist rechts das Schwammerl. Mhm. Und da diesen Berg rauf. Der eher geradlinige. Ja, oder aus dem Schwammerl heraus an Wasserfall. Also, es wäre schon auch cool. Mhm. Ja, meine schon. So. Ich nehme da herüben mal die Schichter weg. Ja. Und da circa auf gleicher Höhe sind. Ja. Blumen kommen wieder alle in die Gärtnerei. Ja, da sind ja einige. Wird alles nachher schön blumig bunt bepflanzt. So. Schauen wir mal. So, da drüben die Spitze werde ich auch wegnehmen, gell? Im Norden. Ja. Ja. Ja, brauchst nicht zu schauen, das kommt weg. Ja, Ensen. Hätte ich gleich zwei. Oh, da brauche ich mehr. Ist mir wegzunehmen. Ja, ja. Das sieht man doch dann auch ein bisschen schöner, das Fischerhäuschen. Was denn? Ich glaube, ich bin schon wieder. Soll ich da Kiste aufstellen? Man kriegt da über so viele Pflanzen und alles raus. Ja, die kannst du entzweilen wohin pflanzen. Hm. Also eine Kiste wäre, glaube ich, gar nicht blöd. Ich habe eine im Gepäck. So, nur die Frage, wohin? Ja, vielleicht beim so ersten Haus. Im Fischerhäuschen, da seitlich, ja. Oder so. Am Steg. Da steht ja also gar einer. Da steht einer, gell? Ja, aber da kommt man von dieser Seite nicht hin. Gut, ich werde. Ja, die Erde, da nehme ich schon wieder nicht auf. Ja, so. So, mal kurz rüber da. Ups, nicht da rein. Ich bin eher schon wieder. Oh, Gott sei Dank habe ich das überlebt. Ich habe da beinhart seitlich eine Truhe hingepflanzt. So, wo ist bei auf dir die jetzt Westseite. Naja. Da werden rundherum Kisten hin gebaut. Was willst du mit dem kleinen Ding da? Das ist ich habe nicht mehr im Gepäck. Kannst du eine dazustellen? Da herinnen sind die alle leer. Blödsinn. Ach, okay. Ja, ich baue die wieder ab.
Oder ich lasse sie, ich nehme das nur raus. Schaut ja nett aus, wenn da so eine Kiste rumsteht, wenn man schnell mal braucht. Ja, zurück zu den Wurzeln quasi, ne? So, was habe ich da? Gerste. Okay, jetzt laufe ich aber jetzt nochmal schnell eine Retour, damit ich kannst die Erde bekomme. Machen. Ja, ich habe da draußen die Erde liegen. Achso. Ach, komm rauf. So. Ich glaube, die ist weg. Ah, liegt noch. Zack, 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 zack. So schön. Und so, so beruhigend einschläfende Musik. So, ich werde mal kurz was trinken. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, mach nur. So, 1, 2, 3. Auch wieder angesät. So, ja, wieder Retour. Könnt ihr auch ins Fischerhäuschen gehen, mal ausräumen? Was ist da drüben? Wo drüben? Das schaut das hier merkwürdig aus. Du, warum steht in unserem Häuschen die Tür offen? Weil ich rausgelaufen bin und nicht zugemacht habe. Na super. Der macht Sachen. Na schau. Ah, okay. Das war ein Junkle, oder? So, wie viele haben wir jetzt da? 3 können da weg. Ups, also, was haben wir da eigentlich alles? Stein, okay. Ja, da passt der wunderbar drauf. Ich könnte irgendeinen Stein mal brennen. Einfach so. Also, es gibt so viel Verschiedenes an Stein. Ja, abartig. Wahnsinn. Ja, in der Mine unten, da haben wir ja auch einen rausgenommen, wo wir das Erdgeschoss, glaube ich, drüben gebaut haben damit, oder? Speckstein war auf jeden Fall dabei. Na, das war dann der Weiße. Oh, keine Ahnung. Also echt kein Tau. Hey, wir haben da Rohrkolben 3 in der Truhe. Oh. Ja. Cool, gleich bei den Teichen. Und Seerosenblatt haben wir 2 Stück. Ja, das kann man eigentlich Teiche dort beim Bauernhof. Ja, das mache ich dann bei Gelegenheit. Super. Mhm. So, ich komme schon wieder. Was haben wir denn da noch drinnen? Das ist leer. Ah, da haben wir gerade Zipziegel, haben wir da schon. Und Specksteinziegel. Mördermäßig viel. Also wahrscheinlich ist es gleich verbaut, aber es ist einiges. Was ist das? Flüssiges Gift. Nichts drin. Lavaknochen, sehr interessant. Ah, gebrannter Speckstein für Kübel. Na? Der automatische Ofen hat auch noch einiges drin. Ja. Ja, das war, wie wir da gefarmt haben unten. Ja, das werden wir eh brauchen. Mhm. Schon wieder weg, ja. Was denn? Alle Schaufeln aufgebraucht. Magst du auch welche? Aber ich habe noch 3. Stehen. Okay. Davon abgesehen kann ich ja in die Hütte gehen.
Ja. Kann schön werden. Wollen wir eigentlich alle mit unterschiedlichem Material machen, alle Holzhäuser? Es soll schon ein bisschen so ein Stil soll man schon wieder erkennen. Ja, okay. Ja, klar. Also es kann natürlich verschiedene Steine sein, von der grauen Nuance her. Mhm. Aber jetzt nicht. Also nicht einen rötlichen oder so dann auf einmal sie jetzt geschossen. Okay. Die werden zwar verschiedene ausschauen, die Häuser, aber es soll nicht Gesamtbild ergeben in dem Dorf. So, sind wir da jetzt auf der gleichen Höhe wie der Hügel daneben? Jupp. Okay. Dann ist da noch die Spitze nebenan. Genau. Die Spitze da. Yep, yep, yep. So. So, werden wir dann noch das ganze Gras wegnehmen. Ja, vielleicht kommt noch Samen raus. Genau. Das wäre eine feine Geschichte. So, jetzt habe ich auch nur noch eine Schaufel. Nehme ich das mal auf? So, die Gräser alle weg. Sehr schön. Wir brauchen Samen. Ja, ich kann hier unten schon wieder vermehren. Ist halb so wild, also Kompost fehlt auch noch. Rausnehmen und Erde reinstopfen. Oder warten wir mal, wie wir ausheben. Für die Häuser. Nein, ich würde jetzt dann einmal einen Grundriss. Okay. Und Keller werden wir auf alle Fälle machen bei dem Großen da. Okay. Ja, da putzen wir eh noch einiges weg. Da kommt dann sowieso einiges weg, ja. Ah, jetzt habe ich keine. Okay, das nehme ich auch mit der Faust weg. So, ich sehe das nicht. Bin ich höher? Oder? Nein, du bist jetzt gleich. Sehr gut. So soll es sein. Nehme ich noch weg, das nehme ich noch. Okay. Hier dazwischen auffüllen. Da müssten wir jetzt dann, ja, es ist die Frage, weil wenn wir sowieso einen Keller machen. Ja, würde dann würden wir glaube ich keinen brauchen, gell? Nicht auffüllen müssen. Ja, ich würde jetzt einfach dann einen Grundriss da oben anreißen. Ja, nochmal, ich trage mein Zeug weg und. Warum ist hier bei nun überlegen bin, wieso es schauen soll. So, jetzt schauen wir mal von da drüben, wo wir den Bauernhof hingestellt haben, schauen wir uns einmal den Hügel an. Das vom, weil es soll ja nicht extrem alles andere überragen. Dann noch was wegnehmen. Ja, 11 Samen, sehr gut. Ah, da ist schon der zweite Apfelbaum was geworden. Super. So. Hm.
Ah ja, noch schaufeln, so. Ich schau gleich mit, Moment mal. Ich stehe da beim Schotterweg, da bei den beiden Teichen. Okay. Bin Und schau mir gleich das gerade mal bei an. Was dir. habe ich denn da als Roggen? Na servus. Gerste, Hafer. Ich glaube, da haben wir irgendwas noch gar nicht angebaut. Haben wir schon Roggen? Roggen, Gerste und Hafer, aber jetzt. Gerstenpflanze. Tü, Haferpflanze. Gut, dann fehlt noch der Roggen. Denk mal gerade, da ist schon wieder was Neues. Na cool, werde ich doch dann gleich ein kleines Feldchen machen. Oh, So. Erstblümchen für mich. Jo. Da, die paar kriegt Blümchen. Dankeschön. Bitte. Da gibt es gleich noch eines. Da auch noch. Ja, die Folge ist schon wieder vorbei. Wunderschöner Sonnenuntergang in unserem namenlosen Tal bisher. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und schaut wieder rein, wie es weitergeht bei den Bauarbeiten. Ciao! Tschüss!